bist die Antwort und nicht die Frage. Ich kam hierher, um zu singen, und ich sang. Man sagte mir, ich solle damit aufhören, und meine Stimme verstummte. Ich kam hierher, um zu lachen, und man sagte mir, das ist nicht lustig. Und so hörte ich auf zu lachen. Ich kam hierher, um in Freude zu lernen. Und man sagte mir, Lernen ist keine Freude. Und so blieb es beim Lernen von Sinnlosigkeiten. Ich kam hierher, um geliebt zu werden. Und man sagte mir, ich sei nicht richtig. Und so könnte man mich nicht lieben. Ich kam hierher, um zu vergeben. Und man sagte mir, damit kommst du nicht weit. Und so vergab ich nicht mehr. Ich saß in meinem Garten und fragte Gott, wer ich bin. Und er sagte, du bist meine Melodie. Du bist meine Freude. Du bist meine Ausdehnung der Liebe. Und du bist meine Augen, um vergebend auf alles zu schauen, damit du mir all jene zu mir nach Hause bringst, die mich vergessen haben. Da verstand ich plötzlich, dass ich nicht die Frage bin, sondern die Antwort auf alles. Und meine Antwort ist, singe, liebe, freue dich, lebe, egal was ist. Denn wenn du es tust, werden alle einen zweiten Blick auf dich werfen. Und sie werden erkennen, dass du die Erinnerung an sie selbst bist. So wollen wir erst uns erinnern, damit ein jeder bei unserem Anblick an das Licht in ihm selbst erinnert wird. Aus tiefstem Herzen und sei, wer du bist, weil du genau so gedacht bist. Deine Nicola.